Guten Morgen. Wow, was ist mit dir heute los? Total gut gelaunt. Du strahlst von einem Ohr bis zum nächsten. Was ist los? Ich habe echt Grund zur Freude. Bald wird alles besser. Wir machen jetzt nämlich Scrum. Okay, und was sollten Sie mir das bringen? Weißt ja, die letzte Jahresplanung. Bis die endlich fertig war, das war echt ein Krampf. Aber das ist jetzt Vergangenheit. Mit Scrum werde ich immer einen ganz genauen Plan haben und die nächste Jahresplanung ist damit geklappt für mich. Und wie soll das gehen? Ja, ganz einfach. Ich bin lieber selbst für die Zahlen verantwortlich. Die werden jetzt vom Entwicklungsteam geliefert. Das Team sagt mir mal ganz genau, was bis wann fertig sein wird. Du glaubst, du kannst dich darauf verlassen? Ja klar, durch ihr Commitment müssen sie auch für ihre Zusagen gerade stehen. Und damit tun sie auch alles, um den Plan in die Realität umzusetzen. Und wie sollen sie das bei ihrer Beschäftigung schaffen? Ganz einfach. Ihre ganzen Meetings können sie einfach mal in die Mittagspause nehmen. Und ihre Kaffee- und Raucherpausen können sie effizienter gestalten, indem sie einfach ersatzlos ausfallen lassen. Wie gehst du dann mit Urlaub um? Urlaub? Den gibt es natürlich nur, wenn es den Plan nicht gefährdet. Aber Krankheiten, die kannst du nicht planen. Das stimmt. Da bleiben die Entwickler natürlich zu Hause und probieren sich richtig aus. Aber wozu gibt es denn eigentlich Homeoffice? Aber was ich noch nie so ganz verstehe, wie bekommst du jetzt die Zahlen fürs Controlling Excel Sheet? Also, in Scrum, da geht man in Iterationen vor. Das heißt, alle 2 Wochen gibt das Entwicklungsteam Schätzung ab und sagt damit, wie viel es in einem Sprint schafft. Das ist die sogenannte Velocity. Ja, aber die Zahlen für 2 Wochen reichen nicht für ein ganzes Jahr. Ja, Moment, es gibt ja noch weitere Zahlen. Was ich sonst noch so für meinen Excel-Sheet brauche, das ist das Ergebnis von den Refinement-Meetings. Da liegt das Team dann in die fernere Zukunft. Wenn ich will, dann halt auch mal für ein ganzes Jahr oder auch darüber hinaus. Ah, verstehe. Und diese Velocity, die sagt mir dann, wie gut die Teams sind? Ja, kann man so sagen. Das heißt, wenn ich will, kann ich die Teams daran miteinander vergleichen. Durchaus. Oder sogar gegeneinander antreten lassen, oder? Ja, ein bisschen Wettbewerb hat noch niemandem geschadet. Absolut. Und stell dir vor, die Velocity bringt noch weitere Vorteile mit. Durch sie habe ich keine nervtönigen Gehaltsverhandlungen mit meinen Leuten mehr. Wie soll das gehen? Das Gehalt berechnet sich ganz einfach zur Velocity und so ein paar andere Metriken. Was für Metriken meinst du? Da gibt es so ein Tool, das die Entwickler einsetzen, das nennt sich Sonar. Das misst, wie gut der Source Code ist, den die Entwickler schreiben. Dann lässt sich noch ganz einfach feststellen, wie oft jeder Einzelne das eincheckt und damit die Fehler arbeitet. Ja, aber die können ja auch Fehler einchecken. Die möchtest du sicher nicht belohnen, oder? Nee, natürlich nicht. Da gibt es dann einen Malus. Aber durch die herrschende Transparenz habe ich einfach alles vorliegen, um das Gehalt der Entwickler nachvollziehbar festzulegen. Und meine Leute haben keinerlei Verhandlungsspielraum mehr. Ja, aber denk daran, es sind Entwickler, die sind technologieaffin, die können das System sicher irgendwie manipulieren. Nee, dafür ist schon gesorgt. Es gibt täglich ein sogenanntes Daily. In diesem Daily reportet mir jeder Einzelne, was er seit dem letzten Tag geschafft hat und genau gemacht hat und was er bis zum nächsten Daily fertigstellen wird. Das heißt, du weißt ganz genau, was jeder Entwickler wann gemacht hat. Und diesen Bericht liefern die dir freiwillig ab. Genau. Und außerdem tun wir in diesem Daily immer noch so einen Downchart aktualisieren. An dem kann das Team ganz genau erkennen, was noch bis zum nächsten Release abzuarbeiten hat. Und weiß damit ganz genau, wo es steht. Wow, also damit siehst du ja immer den Fortschritt, wie weit du bist. Die Transparenz bei Scrum gefällt mir. Das reicht aber noch nicht so ganz aus. Wir haben jetzt seit kurzem im Sinne der Transparenz noch Videoüberwachung im Teamraum. Ja, aber die heutigen Entwickler sitzen kaum noch am Platz, die laufen ständig rum und verstecken sich in der Kaffeeküche. Ja, das haben wir berücksichtigt, dort auch Kameras installieren lassen. Und aktuell sind wir am Überlegen, ob wir noch was gegen die Rauch auf den Toiletten unternehmen müssen und vielleicht da auch mal Kameras installieren. Ah, okay, geschickt. Aber zurück zu diesen 2 Wochen, die gehen mir nicht aus dem Kopf, muss man sich echt für so eine lange Zeit festlegen. So genau muss man das nicht nehmen. Wir machen doch Scrum und sind damit agil. Das heißt, mit Veränderungen können wir ganz einfach umgehen. Ja, und wie soll das gehen? Ja, so im Prinzip lege ich mich da schon fest. Aber du weißt ja, Prioritäten, die können sich jederzeit ändern. Und wenn das so ist, dann muss das Team halt flexibel darauf reagieren. Soll das heißen, du kannst dich jederzeit umentscheiden? Ja,
Also, wenn ein wichtiges Feature ansteht, kann ich es auch einfach mal auf Zuruf erledigen lassen. Ja, Moment, darfst du das machen? Gibt es in Scrum nicht eins dieser ominösen Rollen, Produktmanager oder sowas? Du, nicht ganz. In Scrum nennt man diesen Produktmanager Product Owner. Das bin ich für mein Team und damit darf ich natürlich auch alles bestimmen. So kann ich zum Beispiel auch sagen, was wann von wem erledigt werden muss. Ah, Produktmanager, Owner. Aber da gab es ja noch so eine Rolle, so ein Türsteher oder eher ein Aufpasser, der guckt, dass alles läuft. Wie heißt der denn nochmal? Meinst du den Scrum Master? Ja, dieser Meister. Das bin natürlich auch ich für mein Team. Es ist doch viel einfacher und effizienter, wenn ich beide Rollen innehabe und mich nicht mit so einem dahergelaufenen Berater herumärgern muss. Ja, aber das klingt nach ganz schön vielen Aufgaben, die du alleine übernehmen musst. Ist das nicht zu viel für dich? Aber nein. Ab nächster Woche habe ich eine Praktikantin. Die übernimmt das Bildchen mal in den ganzen Meetings für mich. Man muss ja schließlich auch Verantwortung abgeben können. Ja, stimmt. Und ich habe echt Scrum bis jetzt ganz anders gesehen. Ich glaube, ich stelle meine Teams auch in der nächsten Zeit auf Scrum um. Was denkst du darüber? Mach das, aber schau auf jeden Fall, dass du Scrum Master bist und diesen Master-Titel hast. Ja, stimmt, gut. Und ich glaube, ich brauche auch keine Vorbereitung, oder? Ich kann einfach heute umstellen. Nein, leg einfach los. Viel Spaß und Erfolg dabei. Super.